Initiative, die sich da bemüht. Wir bemühen uns seit 34 Jahren für einen Ausstieg aus der Atomenergie. Und wenn ich heute spreche, muss ich etwas voranschicken, weil ich hatte etwas vorbereitet, was alles nicht mehr stimmt. Deshalb habe ich mein Manuskript einfach zu Hause gelassen und mein Zettelchen mit. Es stimmt einfach alles nicht mehr, weil das, was wir jetzt gerade in Fukushima erleben, erstmal bei uns ein Gefühl der Beklommenheit auslöst, weil die Bilder, die sich uns aufdrängen, gerade bei den etwas Älteren, dem entsprechen, wie es in Tschernobyl versucht wurde, seitens der Liquidatoren einer nuklearen Katastrophe Herr zu werden. Es sind diese Helikopter, die mit Bleiplatten abgedeckt sind, damit die Strahlenbelastung ein bisschen abgemildert wird. Und wir wissen, dass da Menschen vorgeschickt werden, die ganz klar in den Tod gehen. Und das ist etwas, da kann ich nicht einfach so mit einem Referat anfangen und sagen, ja, liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde, eure Beschlüsse zum Ausstieg der Atomenergie, die sprechen uns aus der Seele, weil es ist eine Situation eingetreten, wo man eigentlich nicht so zur Tagesordnung übergehen kann. Wir erleben nämlich gerade, dass die Atomenergienutzung, die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie, genauso tödliche Potenziale enthält wie die kriegerische Nutzung. Und es sind ja diese siamesischen Zwillinge. Wir haben von Anfang an uns so positioniert, in der Auseinandersetzung um Gorleben, da ging es ja, geht es um die Atombelagerung. Wir haben uns sehr schnell so positioniert, dass wir sagen, wir müssen uns gegen die kriegerische und die zivile Nutzung der Atomkraft stark machen. Es muss auch gegen Proliferationsgefahr, muss die Proliferationsgefahr im Blick sein. Und unsere Welt ist unfriedlich. Und wir sehen jetzt, dass die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft, diese lebensfeindliche Energieform, etwas ist, wie Professor Altvater vorhin sagte, dass die Produktivkraft in ihre Destruktivkraft umschlägt. Es ist wie ein negativer, qualitativer Sprung. Qualität passt hier gar nicht mehr. Und vielleicht erinnern sich einige von euch an einen Film von Alexander Kluge. Da sitzen zwei Wehrmachtssoldaten im Schützengraben, über ihnen das Dröhnen von Bombern, die ihre tödliche Kraft abwerfen, und sie philosophieren über das Verhältnis von Produktiv- und Destruktivkraft, über gewonnenes Wissen, was zerstört wird durch den Einsatz dieses Wissens. Und ähnlich verhält es sich bei der Nutzung der Atomkraft. Dieses gewonnene Wissen, diese technologische Meisterleistung, diese schlägt um jetzt in das Destruktive. Es ist eine Hochrisikotechnologie. Und bis vor kurzem haben wir sehr häufig davon gesprochen, dass es bei dem Versuch einer Umsteuerung in der Energiepolitik darum ginge, Pest und Cholera zu vermeiden, also Atomkraft und die Nutzung der Kohlekraft, ja, wegen der Belastung der Atmosphäre und wegen der Klimakatastrophe. Aber heute merken wir, es ist nicht auf gleichem Niveau. Es ist eine andere Qualität, die ich jetzt in meinen Anführungsstrichen setzen muss, weil hier geht es wirklich um die destruktive Kraft. Und das ist für uns ein Grund, warum wir, wenn wir sehen, was ihr verabschiedet habt bisher, sagen, liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde, es ist unglaublich wichtig, dass wir gerade jetzt nicht nachlassen, unsere Forderung nach dem Ausstieg aus der Atomenergie jetzt ganz, ganz massiv nach vorne zu bringen. Ich glaube, dass wenn es um ein Mehr geht,
geht, um Wachstum geht, dass nur noch ein Begriff, das im Moment richtig, dass nur ein Begriff die Konnotation mit Wachstum verträgt. Es muss ein Wachstum an Wissen geben, denn je mehr wir wissen, wenn das Wissen zur materiellen Gewalt wird, wenn die Menschen auf die Straße gehen, natürlich Gewalt fahren, wenn die Menschen auf die Straße gehen, dann haben wir jetzt eine große Chance, eine wirkliche Energiewende einzuleiten. Es kann nicht reichen, dass eine Kanzlerin unter dem Eindruck der Katastrophe sich hinstellt und sagt, für 3 Monate setzen wir ein Gesetz aus, wozu sie gar nicht befugt ist im Übrigen, um dann weiterzumachen mit dem Deal, den sie eingeleitet hat in der schwarz-gelben Koalition, in dem Weiterbetrieb, in der Verlängerung der Reaktoren. Es kann nicht wahr sein, dass sie sich jetzt hinstellt in der Bundestagsrede und schon wieder zurückrudert und sagt, also wenn jetzt Reaktoren vom Netz genommen werden, dann sei gar nicht damit entschieden, ob nach 3 Monaten nicht vielleicht diese Reaktoren doch wieder ans Netz gehen. Nein, die Atomkraftwerke gehören abgeschaltet und zwar sofort. Wir sind nämlich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie in Japan und in Frankreich, die sich zum Geisel gemacht haben, dieser Nutzung der Atomkraft für elektrischen Strom. Wir sind in Deutschland zum Glück ja auch in einer sehr komfortablen Situation. Jetzt muss ich doch einmal kurz etwas zitieren, weil in dieser Debatte jetzt um die Zukunft der Atomkraftnutzung, glaube ich, ist es manchmal sehr, sehr wichtig, doch 1 oder 2 Zahlen sagen zu können. Im ersten Quartal 2010 erzielte die Bundesrepublik mit gut 9 Milliarden Kilowattstunden den höchsten Exportüberschuss ihrer Geschichte. Damit wurde im ersten Quartal in Deutschland 6,7% mehr Strom erzeugt als verbraucht, obwohl die Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel nicht eine einzige Kilowattstunde produzierten. Und dieser Exportüberschuss im letzten Jahr entsprach ziemlich exakt jener Menge, die in der gleichen Zeit in den alten Reaktoren Biblis A und B, Neckar-Westheim 1, Isar 1, Philippsburg 1 und Grafenrheinfeld erzeugt wurde. Deutschland hätte, und tut es ja jetzt gerade auch, auf diese 8 Atomkraftwerke sofort verzichten können und hätte selbst dann noch eine ausgeglichene Strombilanz. Selbst beim vollständigen Atomausstieg gingen die Lichter nicht aus. Und jetzt wissen wir bei einer Katastrophe sehr wohl. Ich habe mir angeschaut, euren Flyer, eure Argumente gegen die weitere Nutzung der Atomkraft. Und ich möchte 1, 2 Bemerkungen dazu machen, um etwas zu vertiefen und euch zu ermutigen, weiterzumachen auf diesem Weg. Ich habe eben auch schon etwas gesagt zum Exportüberschüssen und dazu, dass es überhaupt gar keine Engpässe gibt, zum Glück in Deutschland. Es wird jede Kilowattstunde Atomenergie subventioniert, ihr habt das hier in den Flyer dargelegt, mit ungefähr 2.000 Euro. Die staatlichen Subventionen allein beliefen sich bisher auf 56 Milliarden Euro, steht hier bei euch. Das sind die Zahlen, die übrigens vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geliefert werden, nicht von Atomkraftgegnern, die immer leicht im Verdacht stehen, da zu übertreiben, ja, um da Punkte zu sammeln. Also, es läuft nur über Subventionierung. Was für ein Schrei jetzt bei dem Erneuerbaren Energiengesetz, wenn so eine Atomkraft subventioniert wird. Was für ein schräges Geschrei. Es stimmt überhaupt nichts zueinander. Ihr habt angefügt, nach über 50 Jahren sei kein sicheres Endlager weltweit in Betrieb. Das stimmt nicht ganz. Es gibt ja Endlager für schwachmittelaktive Abfälle und 2 davon auf deutschem Boden, Morslin und Asse 2. Über die Asse weiß man sehr viel. Sie ist havariert. Morslin ist havariert. Das ist unsere Erbschaft in Westdeutschland,
der Hinterlassenschaften des Nuklearprogramms in der ehemaligen DDR. Man hat diese Anlage nicht gleich geschlossen, sondern man hat sie in den 90er Jahren sofort genutzt. Und unsere heutige Kanzlerin, Angela Merkel, war zu der Zeit Umweltministerin und hat diese Anlage einen Persilschein ausgeschrieben und die AKW-Betreiber im Westen haben ganz schnell dafür gesorgt, das Abfallvolumen, was dort lagert, ist über 50% aus westdeutschen Atomkraftwerken. Bis deutlich wurde, da droht der Einsturz und diese Anlage ist inzwischen auch geschlossen, weil havariert. Also wir haben Erfahrung mit der Endlagerung. Es soll im Jahre 2018 der Schacht Konrad den Betrieb aufnehmen, weil bis zum Jahre 2040 ungefähr werden 290.000 Kubikmeter schwach- und mittelaktive Abfälle anfallen. Diese Bilanz stimmt heute schon nicht mehr, weil man nicht weiß, was man aus der Asse herausholt. Man weiß auch gar nicht, was man machen soll mit den Abfällen aus der Asse. Sie müssen neu konditioniert werden, sie können eines gar nicht so in den Schacht Konrad verbracht werden. Zum Glück läuft da noch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, was die Einlagerung im Schacht Konrad angeht. Und in Gorleben-Wald wird seit 1977 erkundet. Erst gab es Tiefbohrungen. Das Ergebnis dieser Tiefbohrungen war so negativ, weil man zeigen konnte, nachweisen konnte, dass dieser Seilstock in Gorleben Wasserkontakt hat. Ausgeblendet, verschwiegen wurde, dass dieser Seilstock auch Gasanschlüsse kennt und dass unter diesem Seilstock ein gewaltiges Erdgaslager sich befindet. Diese Ergebnisse der Tiefbohrung wurden zusammengefasst 1983 und ich muss ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil die Vergangenheit holt uns ja ständig ein in Gorleben. Diese wurden zusammengefasst in einem sogenannten Zwischenbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die damals federführend waren. Heute ist es das Bundesamt für Strahlenschutz, was federführend ist in Gorleben. Und das Ergebnis war, dass selbst diese staatliche Behörde gesagt hat, vorgeschlagen hat, wegen der Negativbefunde, es sei ratsam, auch an anderen Standorten Untersuchungen vorzunehmen. Das wurde kassiert durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Nachweislich gab es Weisung und heute gibt es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss Gorleben, der sich mit dieser Frage der Aktenschönung befasst. Warum? Man brauchte nämlich für den Reaktorbetrieb den Nachweis der nuklearen Entlagerung. Nein, es gab ein Entsorgungskonzept. Es reichte damals der Bau eines Endlagers, es reichte Zwischenlager zu haben, es reichte der Pfad, dass man abgebrannte Brennelemente zur Wiederaufarbeitung nach Sellafield gebracht hat. Zum Glück gibt es historische Siege der Anti-Atom-Bewegung. Wir haben es geschafft, Wackersdorf zu kippen. Wir haben es geschafft, diesen Pfad zu kippen, der Plutoniumwirtschaft. Das heißt, da, wo es den siamesischen Zwilling gab, nämlich den Zusammenhang zwischen der Nutzung der Atomkraft und der Plutoniumwirtschaft, das haben wir gekappt. Und im Jahre 2004, glaube ich, ist auch das Plutoniumlager in Hara geräumt worden. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, deutlich zu machen, dass es nur möglich war, über diesen außerparlamentarischen Protest so weit zu kommen. Und da fühle ich mich sehr zu Hause bei euch, weil ich gesehen habe, in eurer Beschlussvorlage für morgen steht auch drin, wie soll euer Verhältnis sein zu Parteien? Wie versteht ihr euch selbst? Ich sage euch, wir haben ein entspanntes Verhältnis, was Parteien angeht. Aber nur mal zu hören. Weil wir erleben, dass vieles, was wir fordern, von Parteien übernommen wird, aber auf einmal gibt es Formelkompromisse und auf einmal ist nur noch das machbar, was ausgedient werden kann. Weil wir haben ja auch mächtige Gegner, nämlich die Stromwirtschaft. Und wir haben auch erlebt, dass beim Atomkonsens erzielt wurde. Und Michael Müller, ja, du warst häufig bei uns in Gorleben und wir sind uns immer einer Meinung gewesen. Es war völlig falsch, diesen Weg zu gehen. Es wäre wichtiger gewesen, dieses Weisungssurfen weiterzumachen, nämlich an Sicherheitskriterien zu arbeiten und über die Unsicherheit, über die Nachweis der Unsicherheit
Kernkraftwerken den Atomausstieg voranzubringen. Es braucht uns. Es braucht uns. Unsere Aufmerksamkeit. Es braucht uns und den außerparlamentarischen Protest, dass immer wieder wir auch gegenüber Parteien deutlich machen, da sind Leute, die lassen sich nicht mehr einlullen. Die haben selbst ein Wissen angesammelt, dieses gewonnene Wissen, in vielen, vielen Jahren außerparlamentarischer Arbeit. Wir sind unglaublich selbstbewusst und gut aufgestellt zurzeit. Und wir sind uns sehr, sehr sicher. Ich glaube, wir erleben jetzt eine historische Wende in der Energiepolitik. Und da sehen wir uns wieder schon nächstes Wochenende auf der Straße. Vielen Dank.